Moin Jungs, da bin ich wieder. Und zwar heute kam der Trailer von Rockstars raus über das neue DLC Lowrider Update. Und dazu möchte ich noch einige Worte verlieren. Also wie ihr es auf dem Bild seht, kann man ja schon ganz deutlich sehen, was für neue Accessoires für die Autos kommen. Und zwar hinten die Leuchtschrift. Also wir kennen ja schon einige Leuchtschriften, aber jetzt kommen neue dazu. Und auf diesem Bild sehen wir einen Truck mit einer fetten Bassmaschine drin. Und das wird wahrscheinlich der neue Truck sein, auf den ich nachher nochmal komme. Dann sieht man auch hier nochmal neue Lackierungen, die das Update mit sich bringt. Es sieht richtig fett geil aus. Also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Im nächsten Bild sieht man auch nochmal neue Muster. Ich weiß nicht, wie viele Lackierungen kommen werden, aber ich denke, da ist einiges möglich. Weil das ist so individuell, auch im Hintergrund die Autos, die sind alle anders lackiert. Also es wird der Wahnsinn sein. Ja, auch hier das Männchen, wie das animiert ist, richtig geil. Und wenn ich mir jetzt den Trailer so weiterhin anschaue, es geht immer irgendwie um Lamar und um die Lowrider-Updates, um die Lowriders. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es die Mission vom Lamar, die sie angekündigt haben, dass man dadurch vielleicht die Autos erst freischalten muss. Und auch dieses Bild ist ganz interessant. Dieses Bild wurde nicht gezeigt von Rockstars, nur in dem Trailer so leicht von der Seite. Man sieht auch hier, dass es wirklich ein Truck ist oder so ein Van, aus dem man rausschießen kann. Also dieses Auto, auf das freue ich mich am meisten, weil man einfach darüber noch gar nichts weiß. Also ich bin ganz gespannt, was da rauskommt oder was für ein Auto das ist. Weil man sieht ja noch nicht viel. Und auch hier sind auch neue Schriftzüge hinten in den Autos drin. Also es wird richtig geil, Jungs. Ich freue mich schon tierisch drauf. Also Jungs, nicht verpassen, 20. Oktober kommt das Update. Also Jungs, wir sehen uns. Viel Spaß und bis zum nächsten Video.